Wir haben heute in der Gemeinderatssitzung einen Antrag gehabt zum Thema Straßenmusikerverordnung. Da ist es darum gegangen, um eine Ausweitung der dementsprechenden Zonen in Graz. Wir haben dort einen Abänderungsantrag gestellt, der zum Ziel hatte, die aktuelle Straßenmusikerordnung außer Kraft zu setzen, weil wir der Meinung sind, dass sie die dementsprechende Kreativität und Vielfalt eben nicht fördert und auch nur quantitative Einschränkungen für die Künstlerinnen und Künstler hat. Das war unser erster Antrag heute. Der hat leider gerade knapp keine Mehrheit gefunden, war dann gegen die ÖVP und gegen die FPÖ. Wir haben dann weiters zu einem dringlichen Antrag der KPÖ noch einen Zusatzantrag gehabt, wo es um prekäre Arbeitssituationen und Gelder gegangen ist, wo wir das BGE, das bedingungslose Grundeinkommen, eingebracht haben. Und zwar ist es darum gegangen, dass die Bundesregierung aufgefordert gewesen wäre, dementsprechend zu prüfen, eine Machbarkeitsstudie zu erstellen, inwieweit so ein BGE überhaupt umsetzbar wäre, wie das finanzierbar wäre und wie sowas ausschauen könnte. Der hat leider auch keine Mehrheit gefunden, ist sich auch nicht ausgegangen. Da war die KPÖ mit einer Stimme mit dabei und die Grünen waren mit dabei. Interessant wäre gewesen, die SPÖ findet das Thema aber prinzipiell interessant. Also die wären vielleicht in der Zukunft für ein bedingungsloses Grundeinkommen auch zu haben. Wir haben dann noch einen dringlichen Antrag selber eingebracht. Da ist es um die Thematik der Helferinnen und Helfer in den Flüchtlingsnotunterkünften in Graz und Graz-Umgebung gegangen, weil die freiwilligen Helferinnen und Helfer haben oft eine Problemstellung, wie kommen sie dorthin, wie kommen sie wieder zurück, weil teilweise natürlich auch zu späterer Uhrzeit dort Hilfe benötigt wird und dort dann eben keine öffentlichen Verkehrsmittel mehr fahren, beziehungsweise auch natürlich zum Beispiel beim Schwarzelsee durch zwei Zonen gefahren muss. Das heißt, da stehen natürlich auch Kosten. Da hätte geprüft werden sollen, inwieweit die Stadt Graz hier helfend da sein kann für die Helferinnen und Helfer. Ist sich leider auch nicht ausgegangen, weil die ÖVP da eben keinen Bedarf gesehen hat, den Helfern zu helfen. Dass die FPÖ da dagegen war, hat uns nicht sonderlich verwundert. Abschließend kann man noch sagen, was sehr interessant war, wir haben dem Herrn Bürgermeister eine Frage zu den Dienstfahrzeugen gestellt. Zurzeit gibt es 4 Dienstfahrzeuge in Graz, das sind als recht große Dieselfahrzeuge. Und wir haben uns gefragt, warum ist eigentlich die Stadt Graz, die ja eine der Modellregionen für Elektromobilität ist, nicht da auch Vorreiter? Und warum fährt der Bürgermeister und die Stadtregierung noch keine elektrischen Fahrzeuge? Da haben wir festgestellt, dass sozusagen da der Informationsfluss noch nicht so gut funktioniert, weil der Bürgermeister der Meinung ist, es gibt noch keine Fahrzeuge, die seinen Ansprüchen da gerecht werden können. Also das heißt, die dementsprechende Reichweite haben, die dementsprechende Qualität haben. Wir haben ihn dann freundlich darauf hingewiesen, dass es dort diverseste Fahrzeuge gibt, die um etliches auch günstiger sind in Anschaffungskosten und natürlich sauberer dann in der Erhaltung. Und wir werden ihm eine Liste zukommen lassen. Und er hat uns versprochen, dass wenn sich dort Fahrzeuge wiederfinden, die dementsprechend die Ansprüche erfüllen, dass er dann der Erste ist, der dann umsteigt. Und wir freuen uns dann auf diesen Umstieg und werden ihn dann dementsprechend in seinem Elektroauto auch anfeuern.